Es ist zwar nicht die Tante Ju, aber dennoch machte ein Stück Geschichte zwischen Landung in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg. Der Nachbau einer Junkers F-13 konnte auf dem Weg nach Bremen auf dem kleinen Flugplatz Ganderkesee bestaunt werden. Gebaut wurde die Maschine im Auftrag von Dieter Morschek, der die Maschine auch begleitete. Geflogen wurde die Ju vom Schweizer Piloten Urs Nagel. Der Nachbau, der erst im Januar 2018 seine Fluggenehmigung erhielt, ist bislang der einzige seiner Art. Die F-13 hat Fluggeschichte geschrieben, weil sie im Jahr 1919 das erste Flugzeug in Ganzmetallbauweise war. Der Nachbau ist möglichst nah am Original gehalten. Dazu zählt zum Beispiel auch das offene Cockpit, in dem sich die Piloten besonders warm anziehen müssen. Denn bei Fluggeschwindigkeiten von 140 km/h und mehr kann es schon ganz schön kalt werden. Neben zwei Piloten bietet die Maschine Platz für vier Passagiere.